als nächstes kommen wir zum Kreuzschritt. Der funktioniert folgendermaßen. Wir gehen mit rechts nach außen, der linke Fuß kreuzt hinten. Wir gehen wieder mit rechts nach außen und der linke schließt. Genau dasselbe auf die andere Seite. Der linke geht vor, wenn wir nach links wollen. Der rechte kommt nach und schließt, kreuzt hinten. Wir gehen nach links und der rechte schließt. Gezählt ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beim Hip-Hop kann man jetzt hier wieder ein bisschen betonen, dieses in die Knie gehen, besonders beim Schließen und auch beim Kreuzen. Nämlich, wir haben rechts, gehen tief, haben rechts und gehen tief. Gehen links, tief, links und tief. Dann haben wir auch wieder die Möglichkeit der Armvariation. Wir können Schultern mitnehmen, am Ende vielleicht klatschen, Schultern mitnehmen und klatschen. Die Schultern können wir auch weglassen, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.